Mann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Das dürfte richtig hochklassig werden. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung. So spielen die Krakens heute im Tor. Heute Gianluigi Donnarumma. Francesco Acerbi spielt mit Danilo in der Verteidigung. Und im Sturm ist Iñaki Williams. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Abgeblockt. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Schön eingespielt. Williams! Oh, nicht drin! Den Alu-Treffer haben wir bis hier oben gehört. Was für eine Aktion! Das war wichtig, dass sie da an den Ball kommen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Aber dann ist der Ball weg. Die Szene damit also beendet. Hussein. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Da ist das Tor und jetzt kann dieses Spiel hier so richtig beginnen. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut durchgesetzt. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Punkt. Cerci. Schön dazwischen gegangen. Sie unterstützen gut. Gefahr ist da, kommt raus, ganz energisch. Gefahr bereinigt. Gnabry. Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin. Gibt Freistoß. Könnte jetzt was werden. Geht da rein. Kommt natürlich schon ein wenig überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von Ihnen zu sehen, aber das war eine wunderbare Aktion, da hat alles gepasst. Eins eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Toni Kroos. Das ist Rodrigo.
ist es Iñaki Williams. Bringt er sie in Führung. Pfosten. Sehr präzise, aber knapp neben das Tor. Schönes Dribbling hier. Gefährlich. Williams. Rodrigo. Sie holen sich die Führung zurück. Da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Grandioses Tor. Das sehen wir uns noch mal an. Wer geht sofort? Der Ball kommt zurück ins Spiel, zieht direkt ab und drin ist er. Hier ist noch alles drin. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Anstoß zur zweiten Spielhälfte. Die Krakens sind im Moment knapp in Führung. Ja, setzt sich schön durch. Gute Abwehr. Eckball für die Krakens. Groß mit der Hereingabe. Gut geklärt. Versuchen es mit frühem Pressing. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Er zieht ab. Gut abgeblockt. Vorbei mit dem Trick. Da ist die Flanke. Das sieht die richtig gut aus jetzt. Die Torgefahr in Person. Da zeigt er es wieder. Nächster Treffer. Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann hat er Zeit. Dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke aussuchen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gibt den Eckball. Kyle Walker-Peters.
Valencia Proteas. Geht vorbei. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Jetzt die Ecke. Drin ist der Ball. Führung beträgt jetzt schon 3 Tore. Sie legen noch einen drauf, wollen hier gar nichts mehr anbrennen lassen. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Die Überlegenheit der Krakens zeigt sich nun auch am Spielstand. Sie erhöhen die Führung auf 3 Tore. Cerci. Klasse Pass. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Es wird eine Auswechslung geben. Gibt es nicht zu halten, da sehen wir es, bleibt stehen, bleibt in der Mitte, aber der Ball geht zur Seite und ist drin. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie, das Spiel ist fast vorbei. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Schon erstaunlich, dass sie hier so untergehen. Damit hätte ich in der Form nie gerechnet.